Ich hatte euch ja schon davon erzählt, dass die religiösen Führer in unserem Volk so ihre Schwierigkeiten mit mir hatten. Leider wurde das auch mit der Zeit nicht besser. Aber es war auch nicht zu verhindern, dass ich mit ihnen aneinander geriet. In unserem Volk steht schon in den alten Schriften im Gesetz, dass Gott Mose gegeben hatte, dass wir einen Tag in der Woche Pause machen sollen. So wie Gott, mein Vater, nach der Schöpfung am siebten Tag geruht hat, so hat er es auch den Menschen ins Stammbuch geschrieben. Das macht ja auch Sinn. Dann kann der Mensch auftanken, zur Ruhe kommen und vor allen Dingen Gott loben und danken, für ihn singen und spielen und einfach daran denken, was für einen fantastischen Gott wir haben. Ich halte mich auch daran, denn auch ich brauche die Kraft, die aus der Stille kommt. Doch manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt. Ganz nach der Gewohnheit und der Art und Weise, wie man das bei uns an einem Sabbat, bei euch wäre das der Sonntag, macht, war ich in eine Synagoge gegangen, also in das Haus Gottes. Wir lasen gemeinsam in den Heiligen Schriften und sprachen über unseren Glauben. Unter uns war aber auch ein Mann, dessen rechte Hand war nicht in Ordnung. Er konnte sie nicht bewegen und die Finger auch nicht. Was das bedeutet, wenn man seine rechte Hand nicht einsetzen kann, das kann sich ja jeder denken. Und jetzt haben die Schriftgelehrten die ganze Zeit mich beobachtet, um herauszubekommen, ob ich diesem Mann auch an diesem Tag helfen würde. Arbeit war an dem Tag verboten. Und sie würden sicherlich sagen, dass das etwas sei, wo ich gearbeitet hätte. Ich habe gesehen, was sie gedacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, ich stelle ihnen einfach eine Frage. Den Mann mit der kaputten Hand habe ich aufgefordert, sich in die Mitte hinzustellen. Und dann habe ich sie gefragt, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder Leben zu vernichten? Was sollten sie darauf schon sagen? Sie haben nichts gesagt. Und ich habe das als Zustimmung gewertet, dass sie auch der Meinung seien, man solle Leben retten und Gutes tun. Ich habe dem Mann geholfen und er konnte den Raum verlassen mit einer gesunden Hand. Er freute sich, die Menschen, die das erlebt hatten, freuten sich, nur die Schriftgelehrten freuten sich nicht. Und dann haben sie miteinander getuschelt. Ich habe es genau gesehen und bestimmt haben sie sich überlegt, was sie mit mir anstellen wollen. Ich bin froh, dass ich dem Mann geholfen habe, denn wichtiger als alle Regeln ist der Mensch. Und wenn ich einem Menschen helfen kann, dann mache ich das, was Gott auch gemacht hätte. Davon bin ich fest überzeugt. Und ihr wahrscheinlich doch auch, oder?